Ja, ich kann dich aber nicht auf den Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel lebten mit ihren Eltern in einem, unter einem armen Holzfäller und seiner Frau im Wald in einer kleinen, ärmlichen Hütte. Als die Not so groß wird, überredet die Frau eines Abends ihren Mann, die beiden Kinder im Wald auszusetzen. Doch die Kinder haben das Gespräch belauscht und besonders Gretel weint bitterlich. Hänsel aber beruhigt sie. Er will eine Spur aus weißen Kieselsteinen legen, damit sie den Weg zurück nach Hause finden. Der Holzfäller führt die beiden Kinder am nächsten Tag in den Wald und lässt sie schweren Herzens zurück. Weil die weißen Kiesel im Mondlicht leuchten, finden die Kinder den Weg wieder zurück nach Hause. Und so kommt es, dass der Plan der Mutter scheitert. Doch der zweite Versuch gelingt. Dieses Mal haben Hänsel und Gretel nur eine Scheibe Brot dabei, die Hänsel zerbröselt, um eine Spur zu legen. Diese Spur wird jedoch von den Vögeln gefressen und dadurch finden die Kinder nicht mehr nach Hause und verirren sich. Am dritten Tag, nachdem sie kreuz und quer durch den Wald geirrt sind, finden die beiden zu einem Häuschen, ganz aus Brot, Zucker und Kuchen. Schön leise sein. Gretel, sieh mal das Haus. Wem das wohl gehört? Und so viele Süßigkeiten. Ich habe solch einen Hunger. Bitte, Hänsel, tu das nicht. Schau an. Du bist so unheimlich hier. Lass uns den Weg weiter nach Hause suchen. Da guckt so das schmeckt lecker, Gretel. Probier doch auch mal. Der Wind, das himmlische Kind. Ihr müsst hungrig sein und Durst haben. Nur herein, es wird euch gut bei mir geben. Herein.